Ach Mann, wenn ich den Kerl sehe, gäbe es nichts, was ich ändern wollen würde, außer die Richtung, in die ich blicke. Und das Spiel gab mir auch direkt einen Grund dafür in Form eines armen kleinen Ureinwohners, der sich wohl beim Spielen an meinem Verteidigungswall verletzt hatte. Mit einer kleinen Grußkarte und ein paar Blumen wird es ihm aber bestimmt schnell besser gehen, dachte ich mir. Doch als der Lümmel anfing, an meiner Mauer herumzukloppen, strich ich die ersten drei Buchstaben von meinem Mitleid, legte die Grußkarte im Angriffsmodus und beendete meinen Zug. Sehr effektiv. Es wurde jetzt mal Zeit, hier ein bisschen klar Schiff zu machen und meine popelige Heimat in eine ernstzunehmende Festung zu verwandeln. Mit einer zweidaumigen Blätter Methode, die mein Kollege aus Tschernobyl beigebracht hatte, verschaffte ich mir einen Überblick über die mir zur Verfügung stehenden Bauwerke und Methoden. Doch schnell wurde mir klar, ich brauche Holz. Und zwar eine ganze Menge. Wie von Zauberhand kam auch schon mein Fluch und Segen namens Kelvin angewatschelt und wollte mir bei meinem Vorhaben behilflich sein. Obwohl ich den leisen Verdacht habe, dass der Typ seine Chipspackungen mit der Schere aufmacht, war ich leider Gottes auf seine Hilfe angewiesen und weihte ihn vertraulich in meine komplizierte Expansionsplanung ein.